Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Martin, ich bin der Audist und hier dreht sich alles um das Thema Parfum. Und wenn euch die Videos gefallen, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet und wenn ihr den Videos einen Daumen nach oben gebt. Ich danke euch. Heute in dem Video werfen wir einen ganz kurzen Blick auf zwei Düfte, die euch zusammen 10 Euro kosten würden, wenn ihr die kauft. Und es handelt sich dabei um Düfte, die die alten Helden unserer Kindheit, unter anderem meiner Kindheit, neu auferleben lassen wollen. Wir sprechen heute also über zwei Düfte der Marke Milton Lloyd. Ja, ist das überhaupt möglich? Zwei Düfte für 10 Euro? Sind die 10 Euro hier gut investiert oder hätten wir lieber zwei Döner kaufen sollen? Das finden wir heute zusammen raus. Wir schauen uns heute den The Man Cobalt und den The Man Silver an von Milton Lloyd. Die Marke Milton Lloyd wird dem einen oder anderen vielleicht schon was sagen. Die sind bekannt für wirklich sehr, 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 sehr preiswerte Düfte, die oftmals, ehrlich gesagt, vorhandene DNA von Düften kopieren und zu wirklich absolut unfassbaren Preisen dann veröffentlichen. Das Unternehmen Milton Lloyd stammt aus Großbritannien und wurde 1975 gegründet. Auf der Homepage steht noch, dass man in der Anfangszeit für andere Dufthäuser Düfte kreiert hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es interessiert mich nicht. Wir sind heute hier, um herauszufinden, ob wir für 10 Euro wirklich die Helden bzw. die Powerhouse-Düfte aus den 80er Jahren, die damals wirklich noch für Maskulinität standen, ob wir die hier in diesen 5 Euro Düften finden können. Wir sprechen hier unter anderem über den Kouros von Yves Saint Laurent, der in den 80ern entstanden ist, und über den Fahrenheit von Dior, der mit einer meiner absoluten Lieblingsdüfte ist. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin wirklich so großer Fahrenheit-Fan, dass ich fast sagen würde, dass von den 290 Düften, die ich aktuell in meiner Sammlung habe, der Fahrenheit momentan der einzige ist, der wirklich ganz kurz an einer 10 von 10 Punkten kratzt. Momentan würde ich ihn wahrscheinlich noch mit 9,5 Punkten bewerten. Ich denke aber schon, dass das ein Duft ist, der mir auf Dauer und auch in der Zukunft vielleicht sogar wirklich die 10 von 10 Punkten wert wäre. Das große Problem von diesen zwei Düften, beziehungsweise eigentlich wirklich nur vom Yves Saint Laurent Kouros, ist, dass die in den 80ern absolute Powerhouse-Düfte waren, die wirklich für Maskulinität standen, die wirklich für Kraft standen, wirklich für absolute Ausdauer standen. Und die jetzt in den vergangenen Jahren wirklich mehr oder weniger kastriert wurden. Die Düfte wurden verwässert, sind leider nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und ich will ehrlich gesagt den aktuellen Kouros, den ich hier im Regal stehen habe, überhaupt nicht mehr riechen. Weil der erinnert mich persönlich nicht an den Kouros, den ich wirklich aus den frühen 90ern kenne. Ja, den Kouros aus der früheren Formulierung, also aus den späten 80ern, frühen 90ern kennt, der weiß, dass das ein absolut herb-maskuliner Powerhouse-Duft war, der eine leicht animalische Note mit sich gebracht hat, die viele ehrlich gesagt immer so in Richtung Pissoir eingeordnet haben, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ich kann die Assoziation aber sehen, weil dieser Honig, der im Duft ist, der kann stellenweise schon leicht urinös wirken. Gerade das hat aber meiner Meinung nach den Kouros wirklich ausgemacht, dass das wirklich so ein richtig aggressiver, maskuliner, aber auch irgendwie sinnlicher Duft war. Ich würde fast so weit gehen und sagen, dass wenn man den Kouros früher aufgetragen hat, dass einem dann nochmal die Brusthaare wirklich ein paar Zentimeter mehr gewachsen sind. Das gleiche Problem haben wir ein bisschen beim Fahrenheit gehabt. Der war vor vielen Jahren mal wirklich richtig schlimm reformuliert. Da war der irgendwie in einen Flakon mit zu viel Vanille gefallen. Denn plötzlich roch der Urfahrenheit süßlich und wirklich nach Vanille. Und das haben die Leute irgendwie nicht ganz nachvollziehen können. Die aktuelle Reformulierung bzw. die aktuelle Formulierung von Fahrenheit ist meiner Meinung nach wieder auf dem richtigen Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat Dior gut gemacht. Der Duft riecht wieder mehr wie der Vintage Fahrenheit, den man aus den frühen 90ern kennt. Ich hatte sogar letztens als Vergleich mir bei eBay mal einen Flakon aus dem Jahr 1996 gekauft und muss ganz ehrlich sagen, dass mir die aktuelle Reformulierung da sogar besser gefallen hat, weil da die Benzin- bzw. die Petroleumnote des Veilchens sogar noch ein bisschen ausgeprägter ist aktuell und weil die Mandarine im Opening sogar jetzt in der aktuellen Reformulierung ein bisschen spritziger ist. Die Frage ist daher, ob diese zwei billigen Milton Lloyd Düfte diesen zwei ehemaligen Powerhouse-Düften wieder neues Leben einhauchen können. Und das finden wir jetzt zusammen raus. Wir werfen ganz kurz einen Blick auf die Flakons, beziehungsweise auf nur einen Flakon. Die sind nämlich nahezu identisch und unterscheiden sich nur bezüglich der Aufschrift auf der Vorderseite. Der Flakon wirkt dabei ehrlich gesagt relativ billig, wie ein preiswertes Deo aus dem Discounter.
muss man bei 5 Euro aber wahrscheinlich einfach in Kauf nehmen. Auf der schwarzen Vorderseite haben wir den Schriftzug und die Konzentration, also bei beiden Düften handelt es sich in dem Falle um Eau de Toilette. Der Sprüher ist hier eine Besonderheit, das müssen wir wirklich ganz klar erwähnen, denn es handelt sich um keinen klassischen Pumpsprüher, wie wir das bei Flakons aus der Parfümreihe kennen, wo der Duft durch Unterdruck aus dem Flakon gesprüht wird. Vielmehr handelt es sich hier um einen Sprüher, wie man ihn von Deos kennt. Hier wird mit Gas im Flakon gearbeitet. Ihr könnt also theoretisch mit einem Druck auf den Sprüher den kompletten Inhalt des Flakons raussprühen. Der Parfümnebel ist dabei aber sehr fein und gleichmäßig. Das ist ein absolutes Plus. Wir besprechen jetzt ganz kurz den The Man Silver. Und der riecht beim ersten Aufsprühen tatsächlich wirklich wie der Kurus, den ich kenne aus den frühen 90ern. Nicht aus den 80ern, aus den frühen 90ern. Und exakt so riecht der Duft wirklich. Ihr habt hier einen klassisch aromatisch würzigen Duft mit viel Lorbeer, mit Artemisia und mit Salbei in der Kopfnote. In der Herznote haben wir Zimt, Koriander, Bergamotte und Gartennelke. Und in der Basis dann Vetiver, Patchouli, Honig, Leder, Amber und Moschus. Und direkt beim ersten Sprühstoß kommt einem diese Mischung aus wirklich würzigen und aromatischen Inhaltsstoffen entgegen. Das wirkt absolut erfrischend, belebend, aber auch gleichzeitig wirklich herb. Was den Kurus wirklich so besonders macht, ist diese mitschwingende animalische Note, die durch den Honig und durch den Moschus erzeugt wird. Und den haben wir hier auch. Die ist sogar wirklich im Vergleich zur aktuellen Formulierung von Yves Saint Laurent's Kurus um ein Vielfaches erhöht. Also das ist wirklich ein animalisches Powerhouse hier. Das Leder kommt dann etwas später noch dazu und gibt dem Duft noch mehr Profil und auch noch ein bisschen mehr Maskulinität. Man kann hier wirklich ganz klar sagen, Kurus, der ehemalige King, ist wirklich zurück. Ich kann mir nicht erklären, wie Milton Lloyd das macht bzw. das gemacht hat. Ich habe ehrlich gesagt die Vermutung, dass die durch irgendwelche Umwege an die Originalformulierung bzw. an die Urformel von Kurus rangekommen sind und die vielleicht einfach eins zu eins nachgebaut haben mit den eigenen Inhaltsstoffen. Denn anders kann ich mir nicht erklären, wie man es wirklich schafft, für den Preis diesen Klassiker aus den 80ern wirklich so eins zu eins getreu zu erschaffen. Jetzt kommt das Problem, was wahrscheinlich viele sehen und die sagen, 5 Euro Düfte, ganz klar, riecht wahrscheinlich absolut nach Dreck und nur nach Chemie, aber dem ist leider auch nicht so. Also der riecht eins zu eins wie Kurus, der riecht von den Inhaltsstoffen nicht minderwertiger als der aktuelle Kurus und jetzt kommt noch der wichtige Punkt, Haltbarkeit, 10 Stunden. Also ich frage mich wirklich, wie Milton Lloyd das gemacht hat, für 5 Euro ein Eau de Toilette herzustellen, was 10 Stunden hält und was wirklich den Duft 1 zu 1 aus den 80ern in die heutige Zeit katapultiert. Ich kann es mir nicht erklären, wie sie es geschafft haben, ich bin aber auf jeden Fall froh, dass sie es gemacht haben. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf den The Man Cobalt, also auf die Urversion von Fahrenheit, die uns Milton Lloyd hier zeigen will. Der Hersteller gibt hier für die Kopfnoten Bergamotte, Zitrone und Lavendel an. Im Herzen haben wir Veilchen und Zeder und in der Basis dann noch Leder und Moschus. Und wie auch schon beim The Man Silver startet der The Man Cobalt beim ersten Sprühstoß wirklich identisch wie Fahrenheit in der Formulierung, die ich kenne. Das ist die aus 1996 und da war die Petroleumnote zu Beginn noch ein bisschen zurückgeschraubt. Die Mandarine auch nicht ganz so spritzig, aber dafür hat man direkt die Kamille relativ gut herausgerochen und das Leder war schon relativ prominent. Das Leder erinnert mich hier ehrlich gesagt fast so an das Leder von einem alten Autositz und so hatte ich ehrlich gesagt den Fahrenheit in der früheren Formulierung auch in der Erinnerung. Dabei ist der Duft meiner Meinung nach absolut perfekt ausbalanciert, wirkt rund, wirkt so wie das Ur-Fahrenheit und zu keiner Zeit irgendwie billig oder minderwertig von der Qualität. Auch hier hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der Hersteller Milton Lloyd einen absoluten Treffer gelandet und Fahrenheit so reproduziert, wie viele ihn aus den 80ern bzw. aus den frühen 90ern kennen. Ich muss dazu sagen, dass ich die aktuelle Formulierung von Dior vom Original Fahrenheit trotzdem bevorzuge, weil da die Petroleumnote vom Veilchen noch ein bisschen kantiger ist, noch ein bisschen mehr Biss hat, finde ich ein bisschen aggressiver wirkt und weil die Mandarine im Opening ein bisschen spritziger wirkt. Was bleibt uns also als Fazit zu den beiden Milton Lloyd Düften zu sagen? Für mich ein ganz klares Nein. Zwei Döner wären hier die falsche Investition gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich keinen Cent bereue, den ich ausgegeben habe für die beiden Düfte. Ich habe sogar ehrlich gesagt die beiden Düfte in 6er-Packs gekauft. Für 25 Euro, glaube ich, ungefähr. Das sind dann, ich glaube, hochgerechnet ungefähr 300 Milliliter.
ich da in der Zukunft habe. Milton Lloyd hat es hier geschafft, den ehemaligen Powerhouse-Düften aus den 80ern wieder Leben einzuhauchen, ihnen wieder wirklich die Formulierung zu geben, die die Leute aus den 80ern oder aus den 90ern kennen und somit auch den Duft zurückzubringen, die die Leute eigentlich kaufen wollen. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, dass ich weder vom Hersteller bezahlt werde, noch vom Vertrieb. Ihr könnt euch sicherlich auch vorstellen, dass da nicht viel hängen bleiben würde bei einem Duft von 5 Euro. Ich glaube, da würde vielleicht 10 Cent für mich hängen bleiben. Das wäre noch nicht mal ein Brötchen. Also wie gesagt, ich bin da weder mit dem Hersteller liiert, noch mit dem Vertrieb. Mir ist ehrlich gesagt einfach nur wichtig, beziehungsweise ich habe ehrlich gesagt die Nase voll von Marken, die vorhandene Düfte, die man kennt und die man liebt, über die Jahre immer mehr verwässern und kastrieren, sodass man dann irgendwann einen Duft kauft, der mit dem Duft, den man in Erinnerung hat, eigentlich überhaupt nichts mehr gemeinsam hat. Also, wenn ihr Fans von Kuros und von Fahrenheit seid, dann ist das meiner Meinung nach hier nicht eine Kaufempfehlung, dann ist das schon fast ein Kaufzwang. Für 5 Euro pro Duft macht ihr hier absolut nichts falsch. Ich kann euch sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde. Ich glaube, dass ihr auch nicht enttäuscht werdet, wenn ihr die Urversion der Düfte liebt. Und damit sind wir am Ende angekommen von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch diese 2 billigen Düfte von Milton Lloyd etwas schmackhaft machen. Wie gesagt, wenn ihr Fans vom Original Kuros und vom Original Fahrenheit seid, dann gibt es meiner Meinung nach keine besseren Düfte und natürlich, das ist das Wichtige, auch keine günstigeren Düfte, die diese Urversion wirklich 1:1 in die Neuzeit katapultieren. Und deswegen, es würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr die beiden Düfte auch schon gerochen habt und wie ihr sie findet. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns dann wieder beim nächsten Video sehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's gut.